Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Und hier kommt auch schon unser Programmfahrplan. Das Herrchen von Kommissar Rex ganz privat. TV-Liebling Gedeon Burkhardt. Sein Urgroßvater war der erste Jedermann. Sein Großvater hat mit Billy Wilder produziert. Seine Mutter hat ihm die ersten Schritte zur Schauspielerei beigebracht. Und er selbst hatte seinen großen Durchbruch in Österreich mit Kommissar Rex. Gedeon Burkhardt, den ich jetzt gleich im Sofitel Stephansdom treffen werde. Schauspieler Gedeon Burkhardt gehört zu den wenigen Deutschen, die in ihrem Fach auch international erfolgreich sind. Der 43-jährige Münchner hat in seinem Leben schon in vielen unterschiedlichen Rollen geglänzt. Sowohl im Fernsehen als auch im Kino. Ich brauch dich zum Händchen halten. Willst du am Leben bleiben? Ja, Sir. Da will sich wohl einer um das Baseball-Match drücken. Dann zeig uns auf der Karte, wo die deutsche Stellung ist. Trotzdem wird er den Großteil des österreichischen Publikums in erster Linie als Kommissar Brandner in Erinnerung bleiben. Das Herr von Schäferhund Rex in der gleichnamigen TV-Erfolgsserie. Das würden wir nur ohne dich machen. Gedeon, du kommst ja aus einer richtigen Schauspielerdynastie. Dein Urgroßvater war der erste Jedermann in Salzburg? Richtig, der Alexander Moisi, seines Zeichen Reinhards Star gewesen und dementsprechend eben auch Reinhard hat eben diesen Original Jedermann inszeniert damals und mein Urgroßvater hat ihn gespielt. Ja. Und dein Großvater war Produzent und hat einen Billy Wilder Film produziert? Der hat 1, 2, 3 diese Coca-Cola-Geschichte mitproduziert. Der war sehr gut befreundet mit Billy Wilder, also auch eben schon vor dem Krieg. Die waren einfach befreundet, die hatten immer miteinander zu tun gehabt. Ja, und der andere Urgroßvater, also die andere Seite, der war ja noch ein geborener Wiener, der hat Theaterstücke geschrieben. Gut, und deine Mutter ist Schauspielerin? Meine Mutter hat Schauspiel studiert in München an der Schauspielschule und hat auch ganz kurz gespielt am Theater, aber dann war auch ich schon unterwegs. Und dann hat sie diese berufliche Laufbahn eigentlich nie weitergeführt. Sie hat dann im Synchrongeschäft gearbeitet, was mein Großvater später dann auch betrieben hat. Er hat eine Synchronfirma in Berlin. Und bis heute synchronisiert meine Mutter Filme. Also das heißt, sie übersetzt sie erst und dann führt sie die Regie mit den deutschen Schauspielern, die dann die deutschen Stimmen sprechen. Übrigens, du bist einer davon. Du synchronisierst auch ab und an. Ab und an eher selten. Also ich habe das, als ich ganz jung war, als Kind habe ich das viel gemacht und als ganz junger Schauspieler habe ich das viel gemacht, einfach zum Überleben, zum Geldverdienen. Mittlerweile mache ich es eigentlich nur, wenn meine Mutter mich bettelt und sagt, komm, mach mir den. Und ich sage, also gut, komm. Ja gut, deine Mutter hat ja dich, glaube ich, auch sehr früh schon für diesen Beruf des Schauspielers begeistert. Du warst ja auch als Kind zwar kein Kinderstar, aber doch, du hast als Kind schon gespielt. Ich habe als Kind gespielt. Boah, wie weit jetzt meine Mutter darauf Einfluss hatte, kann ich nicht sagen. Für mein Gefühl war es immer so, dass ich damals wahnsinnig gerne mir diese Musicals angeschaut habe, die großen amerikanischen Musicals, MGM, die große Zeit. Und ab dem Moment wollte ich Fred Astaire oder Gene Kelly werden. Das mit dem Tanzen und das mit dem Singen war eh nichts. Das mit dem Tanzen war ich ein bisschen zu faul dafür, aber das mit der Schauspielerei blieb. Ja, du sagst, mit dem Tanzen warst du zu faul dafür. Du hast doch in Italien bei quasi unseren Dancing Stars, da warst du noch nicht, aber in Let's Dance Italien hast du mitgemacht. Da habe ich mitgemacht, ja, das war einfach eine Kombination, die sich da sehr gut ergeben hat. Ich hatte eine Fernsehserie, die ich gedreht hatte in Italien, die lief gerade sehr gut und man wollte, dass ich zusätzliche Promotion mache. Und da bot sich eben einfach an, diese Let's Dance-Sendung Ballando con la Stella zu machen. Bei uns gibt es eigentlich schon lange nichts Neues mehr von dir am Schirm. Das letzte war eigentlich, du hast lange oder ein Jahr oder so ungefähr in etlichen Folgen mitgespielt von der, wie heißt das, Autobahnpolizei. Alarm Cobra für Cobra 11. Ja, so anderthalb Staffeln habe ich da. Aber es war jedenfalls deine zweite durchgehende Serienrolle. Die erste hat dir eigentlich in Österreich zumindest den Durchbruch gebracht. Das war schon die Rolle von Kommissar Rex. Das hat Mitte der 90er begonnen. Nicht nur in Österreich. Nein, aber ich sage jetzt bei uns in Österreich jedenfalls. Ja. Ich meine, das läuft ja weiß Gott wo überall. Aber bei uns, der Name Gedeon Burkhardt ist mit Kommissar Rex eigentlich wirklich erst bekannt geworden. Ich glaube, du warst überall, ja auch vorher in den USA und bist ja für diese Rolle nach Österreich gekommen. Bin ich gekommen, ja. So ist das in Rede. Wenn du jetzt die Lebensqualität Berlin-Wien vergleichst, was ist in der einen Großstadt für dich irgendwie besser, schöner, was in der anderen? Jetzt abseits von Family, das ist eh klar, dass du dann dort bist, wo dein Kind und die Mutter deines Kindes leben. Das ist sehr schwierig, weil es sind wirklich sehr unterschiedliche Städte. In Wien habe ich mich immer sehr wohl gefühlt, vor allem sehr heimisch.
Weil natürlich durch die Nähe mit München, es gibt natürlich gewisse Parallelen oder Ähnlichkeit vom Lebensgefühl. Berlin ist ganz anders, das ist so eine wirklich klassische Großstadt, in der man sich ja auch verlieren kann. Und es ist natürlich unglaublich frei dafür. Es ist jetzt nicht so schön, nicht so sauber, da nicht so organisiert. Wie meinst du frei? Freier? In welchem Sinn freier als Wien? Also man hat das Gefühl, dass die irgendwie nicht das Geld haben, um genug Polizisten zu bezahlen, um auf einen aufzupassen. Also man hat die Jugendkultur ist dort einfach sehr, sehr frei. Man kann tun und lassen, was man will, und daraus entwickeln sich natürlich auch Sachen. Das ist natürlich ein Nährboden für Kreativität und jugendliche Rebellion jeglicher Couleur. Aber die Qualität vom Lebensgefühl in Wien und vor allem wie schön es ist, ich bin ein sehr visueller Mensch, ich liebe es einfach hier immer durch die Straßen zu laufen, das ist einfach jedes Mal für mich ein einziger Genuss. Ein einziger Genuss. Ja, ich habe von Fernsehserien gesprochen, wo es dich sehr wohl immer wieder gibt, Gott sei Dank, ist im Kino, im Film. Ich selbst habe gesehen, Film, wo du mir wahnsinnig gut gefallen hast, Der letzte Zug. Henry Neumann. Für Vilsmaier, da hast du einen Juden gespielt, der eben im Zug in ein KZ fährt. Auf und dem Weg letztlich, nach Auschwitz, ja. Genau. Einer der letzten Transporte von Berlin 43 nach Auschwitz. Und einen Teil seiner Familie retten kann, also das Mädchen überlebt. So das Mädchen überlebt, ja. Ehemaliger jüdischer Boxer, der dann dort drin eben versucht auszubrechen. War ganz interessant, war auf jeden Fall mal eine andere Art und Weise, mit dem Thema umzugehen. Also andere Dramaturgie auf jeden Fall. Ja. Und noch einmal eine Rolle dieser Art, nämlich einen österreichischen Juden, spielst du in Inglourious Basterds. Zufall? Quentin und ich hatten uns ja in Wien kennengelernt. Der lag irgendwann mal, ich kam von einem Nachtdreh von Rex nach Hause, und da lag der plötzlich bei mir auf der Couch, weil er sehr gut befreundet war und ist mit meiner damaligen Lebensgefährtin. Und so haben wir uns eigentlich sehr privat kennengelernt, nicht über das Berufliche. Und er erzählte mir damals, anderthalb Jahre später, dass er eben jetzt an einem Film schreibt, wo er eine Rolle schreibt, wo er an mich denkt, weil da gäbe es eine Figur, die muss übersetzen, und das Ganze spielt im Zweiten Weltkrieg und irgendwie so. Und sagte ich, wow, klingt toll, sehr aufregend. Und dann hat er mir netterweise, ich weiß nicht, 10 Jahre Zeit gegeben, mich auf die Probeaufnahmen vorzubereiten. Ja, aber Sie kommt nicht direkt, das muss ja wirklich viel Zeit dazwischen. Irgendwie lag dann in der Schublade nochmal umschreiben und so. Und dann saß ich ja schon in Berlin, Nägel kauend, weil schon Leute gecastet wurden, in der Zeitung stand, der macht den Film, ich hatte nichts gehört. Und dann riefen sie endlich an, also fürs Casting, und der sagte mir dann auch danach, du, tut mir leid, wenn wir es zu spät melden, nur du warst mir eigentlich ziemlich klar, dass du das spielst, ich habe es ja damals mit dir im Kopf geschrieben, diese Figur. Und so kam es. Das war ja der Film, wo der Wiener Christoph Waltz seinen Oscar bekommen hat. Mit ihm aber hast du keine Szene gehabt. Sehr wohl aber mit... Als Toter, doch. Ich lag also, da und dann hat er gesagt, okay. Das ist der und das ist der. Also das schafft man wohl locker ohne nervös zu sein. Aber du hast eine Szene gehabt mit Brad Pitt. Ja. Einer der wirklich weltbekanntesten Schauspieler. Ja. Warst du da angespannt in irgendeiner Weise vorher, bevor du auf Set gegangen bist, als bei anderen Szenen? Die du zum Beispiel mit Til Schweiger spielst. Na, am Set jetzt nicht, sondern es war natürlich so vom ersten Kennenlernen, das war am Roundtable. Wir hatten großen, so wie ein hufeisenförmig Tische zusammengestellt, und dann wird das ganze Drehbuch durchgelesen mit allen Darstellern. Der Regisseur sitzt da und die ganzen Heads of Department, also die Abteilungsleiter, sitzen alle im Hintergrund außen rum, und dann wird der Film eben in dem Sinne einmal lesend durchgespielt. Und das war ein sehr angenehmes Erlebnis, und da haben wir dann auch alle eben Brad kennengelernt, einer nach dem anderen, oder er kam auf jemanden zu, sehr offen, sehr nett, und danach sind wir alle essen gegangen. Und das war natürlich dann der Eisbrecher, weil das Essen wurde sehr lang also es wurde viel Alkohol auch getrunken. Es gab dann irgendwie danach verschiedenste Beweisfotos, in welchem Zustand welcher Schauspieler da rauswankte. Und das war ein wahnsinnig schöner Abend, und danach war das Eis vollkommen gebrochen, und danach sind wir alle arbeiten gegangen und haben unsere Rollen gespielt. Das ist ja auch bei so einem Star, für alle außen herum ist es extrem, für einen beim ersten Kennenlernen auch selbst auch so, aber im Endeffekt, wenn wir da stehen und der Kamera läuft, spielen wir ja eine Rolle, und der spielt auch eine Rolle. Also es ist ja dann nicht mehr Gideon Burkhardt und Brad Pitt, sondern das ist der Lieutenant und das ist der Soldat. Mhm. Und in diese Figuren lassen wir uns ja auch fallen, und deswegen in dem Moment ist es völlig egal, wer da gegenübersteht. Das ist nur, wenn die Kamera nicht läuft. Aber das war dann auch aufgehoben nach dem Abend, so verstehe ich das jetzt. Das war dann auch aufgehoben, aber trotz alledem, es ist halt doch Brad Pitt. Ja. Also, es ist aber, ich meine, er ist wirklich bezaubernd, nett, lustig, locker,
Ja. Es ist eher so das Problem, dass dann irgendwelche Hubschrauber kommen und wir nicht drehen können, weil jetzt irgendein Hubschrauber irgendwie versucht, Brad Pitt zu filmen und seine Bodyguards dann mit Feuerwehrschläuchen versuchen, irgendwie diese Helikopter abzuwehren. Also diese Randerfahrungen, das denke ich auch, das ist interessant. Ja. Na gut, Hollywood-Atmosphäre, zumindest die Atmosphäre, hatten wir jetzt auch vergangenes Wochenende, also Sonntag, Montag, Abend in Wien, nämlich mit der Filmmusikgala Hollywood in Vienna, so der schlichte Titel. Ja. Und da hast du das gemacht, was ja manchmal Schauspieler auch machen, nämlich du bist in die Rolle des Moderators geschlüpft und hast durch diesen Abend geführt. Ein Abend übrigens, der heute um 20.15 Uhr in den ORF 3 ausgestrahlt wird. So, ich hoffe, zur Gänze. ORF 3, sag ich noch einmal. Wer war denn da so alle da? Auf wen kann man sich schon freuen? Ganz wunderbar, also es war vor allem herrlich, hinter der Bühne war, also Lalo Schifrin, das ist eben der Komponist, der geehrt wird, alle Zuschauer werden den kennen, das berühmteste ist die Titelmelodie zu Cobra übernehmen Sie oder die Mission Impossible Reihe, natürlich mittlerweile auch ein älterer Herr, und dann haben wir Al Jarreau, der kommt und ein Lied, was er komponiert hat, also interpretiert. Und jetzt hatte ich diese beiden älteren Herren, beide mit einem Stuhl hinter der Bühne auf den Auftritt wartend und miteinander redend, und dann irgendwie sangen die da rum, und dann dieser Weltkomponist, der im Al Jarreau irgendwie vorsingt, sagt, das ist gerade Cincinnati Kid, und summt da rum und irgendwie so, und Al Jarreau irgendwie so, wo man auch sagt, hört er noch so wirklich gut, und dann so sagt, I don't know it, sag ich, das ist Cincinnati Kid. Hier diese zwei Legenden, die Herrlich. Jetzt da wie kleine Buben hinter der Bühne. Das war irgendwie bezaubernd, und Natalia Ushakova haben wir, Star-Sopranistin, die eine meiner Lieblingsmelodien, also aus Filmen aller Zeiten, eben auf Deutsch heißt, also spielen wir das Lied vom Tod, diese unglaubliche Frauenstimme, die da ganz melancholisch, also unglaubliche Performance. Gut, danke, Gideon.